I'm not crazy. My reality is just different from yours. Have fun. Hallo! Herzlich willkommen zurück hier bei Assassin's Creed. Jetzt machen wir Zeit gut. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Wir müssen jetzt diese Kiste abliefern und wie wir schon sehen, hat es die Grafik gecrashed. Eigentlich müssten wir auch so eine Rüstung Jetzt machen tragen. wir Zeit gut. Ich laufe jetzt einfach mal dem Heinzel da hinterher. Komm, den laufen wir mal her. Und Jetzt sind amüsiere wir auf mich dem einfach. rechten Weg. Oh, Entschuldigung. Wir dürfen nicht Wir sind auffallen. auf Kurs. Komm, lauf zu. Und ich verfolge jetzt einfach den, aber soweit ich in Erinnerung hatte, hätte Ich der hoffe, eigentlich die uns lassen uns mit rein. gefolgt. Wo gehen wir hin? Wir sind auf Kurs. War schön, dass die uns die Kiste aus der Hand schlagen, wir jetzt noch eine mittlere Synchronisierung haben. Aber wir sind zum Glück Jetzt noch machen nicht wir Zeit gut. misstrauisch. Hä, wieso läuft er denn im Kreis? Wir sind auf Kurs. Sehr gut. Dann lauf halt. Bald sind wir hier fertig. Okay. Wir konnten dem also nicht folgen. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Jetzt machen wir Zeit gut. Okay. Ist das nicht die falsche Richtung? Wir sind Entschuldigung. auf Kurs. Okay, wir sind dem einfach hinterhergelaufen. Es sah auch so aus, als wenn man dem folgen Ich kann. hoffe, die lassen uns mit rein. Aber scheinbar war dem nicht so. Wir sind auf Kurs. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wo gehen wir hin? Okay, da lang. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Ich finde das geil, dass das Szene gar nicht auffällt, dass der öfters mal falsch abbiegt oder so. Aber okay. Ich hoffe mal, dass wir. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Er geht in die falsche Richtung. Ups. Wir sind fast da. Ups. Er geht in die falsche Richtung. Links oder rechts? Bald sind wir hier fertig. Ja, unter 3 Minuten schaffen wir es sowieso nicht, weil wir sind dem anderen Jetzt Deppen machen wir Zeit gelaufen. gut. Weil wir dem anderen Idioten gefolgt sind. Wir sind auf Kurs. Sehr gut. Seht ihr nicht, ihr seid Teil des Der Weg, Problems. den ihr einschlagt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders lang, aber wer bin ich schon? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Da lang. Das ist echt interessant Ich möchte eure gemacht. Autorität nicht untergraben, aber wir sollten jetzt gehen. Jetzt machen wir Zeit gut. Okay. Hä, aber ich bin doch da lang gelaufen. Willst du mich verarschen? Ich fühle mich verarscht. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Alles klar. Signore, geht es euch gut? Wir sind Nee, fast da. Kopfschmerzen. Ihr kennt das doch, wenn man abends zu viel gesoffen hat, der Kopf ist schmerzt. Dann muss man noch so eine Kiste Bald sind rumschleppen. wir hier. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber wir sind auf Kurs. Ich habe das Gefühl, die lassen einen absichtlich Ich irgendwie hoffe, die lassen uns mit rein. da lang. Glaubst du, er hat vergessen? Nee, Jetzt machen wir passt schon. Zeit Ich habe es gut. kurz geguckt. Die haben ja alle so leckere Äpfel. Ich wollte wissen, wo es die gibt. Da ich habe gerade gesehen, die kommen aus der anderen Richtung. Also gehen wir mal da lang. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Der Weg, den ihr einschlagt, ist. Wir sind auf Kurs. Naja, ist ja gut. Links oder rechts? Ich glaube Jetzt da machen lang. wir Zeit gut. Okay.
Da lang? Komm, wir müssen noch über die Brücke. Kommt, Leute. Go, go. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Nice. Wow. Bommelmütze. Nice. Let's go. Es sieht echt geil aus, wie sie dem Assassinen mit der Truhe folgen. Aber der Ezio hätte eigentlich auch so eine Rüstung tragen müssen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Das ist sehr lustig. Alles klar. Guck mal, da oben ist auch noch einer. Da sind Girlanden. Ich glaube, wir müssen da rein. Kannst du bei den anderen Durchgängen auch Girlanden? Oder sehe ich die jetzt gerade? Ne, wir müssen da gar nicht lang. Blöd. Kann ja mal hoffen. Ja, ja. Da. Eine fliegende. Das sieht so geil aus. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Oh. Befehl Cesares. Porca puttana. Oh. Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Scheiße. Dem Geld zum Bankier. Bankier folgen, den Bankier eliminieren und dann fliehen. Alles klar, den Bankier unbemerkt von einer Bank aus eliminieren. Das habe ich das letzte Mal auch schon nicht geschafft, weil ich das privat gespielt habe. Was heißt das letzte Mal? Das ist gleich schon 1-2 Jahre her, wo ich das gezockt habe. Claudia, der Bankier ist hier. Weniger 3 Minuten. Ja, ich bin dem anderen gefolgt, ich Depp. Muss dem Geld folgen. Ne, Kacke. Geht mal weg da. Ja, genau, hause mal. Weg da. Jetzt werden wir die mal anheuern. Wurde es eigentlich doch über total auffällig sein müsste, mit solchen Leuten rumzulaufen, oder? Das ist doch eigentlich noch auffälliger. Wartet mal kurz, ihr Hübschi. Geh mal kurz shoppen. Erstmal reparieren. Sehr gut. Was gibt es denn so an Rüstung? Ich hoffe, dass wir jetzt nicht das Geld verplempern und dann später welches brauchen. Das macht ja nichts. Auf der Bank dürften ja, glaube ich, auch noch welche sein. Ein paar Florin. So. Säusenbrustschutz. Säusenhofer Brustschutz. Gegen Geschäftsauftrag beenden. Aha. Dann doch lieber das Rondelle gezückt. Und let's go. Dankeschön. Wollt ihr mich bitte schützen? Danke. Und warum? Ist das jetzt wieder ein Anzeigefehler oder? Ah, jetzt ja. Alles klar. Verdammt, ich habe meine Fraktion verloren. So, let's go. Kommt mal, Hübschen. Ihr müsst mir nämlich reinhelfen. So. Weil wir sind nämlich jetzt in einem Sperrgebiet, wenn wir erwischt werden. Ach, oh ne, die Stelle. Geil. Für den Bankier. Hallöchen. Was dagegen, wenn ich mitkomme? So. Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Nein! Scheiße! Hä? Ach ja. Geht ja heute richtig gut los. Wo stehe ich denn jetzt? Alles klar. Dann folgen wir denen mal. Okay. Ja, ich meine, nein, hab ich nicht. Sehr gut. Ich war noch nie in Plastelere bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Ich beschütze euch. Na klar. Eine schöne Kiste habt ihr da. Ist nicht meine. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. So geil. Wollt ihr mal anfassen? Ein Schweizer. Ein Schweizer, wie geil. Was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ich folge einfach mal den Leuten hier und hoffe, dass ich nicht rausgekickt werde. Das läuft ja bis jetzt, funktioniert es ja ganz gut. Ich muss ja der Kiste folgen. Ich laufe in die falsche Richtung. Halt, stopp, zurück.
Kommt, ihr seid vier Leute. Ausgezeichnet. Wo ist die Kiste? Da hinten. Oh, 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 oh. Scheibenkleister. Fuck. Komm ich denn jetzt noch hin? Und ich wurde entdeckt. Nice. Haha! Und ich wusste es! Ich werde entdeckt. Ja, genau. Schlag auf mich ein, während ich im Ladebild bin, du Vollidiot. Ach ja. Wer kann, der kann. Und wer nicht kann, der sollte lernen zu können. So. Grazie. Ja, ich meine, nein, habe ich nicht. Das ist süß. Ich war noch nie im Plastiker bisher. Die alten Ruinen machen mich nervös. Let's go. Ich beschütze euch. Ich beschütze euch. Eine schöne Kiste habt ihr da. Oh oh. Ist nicht mal. Aber ihr tragt sie doch in euren starken Armen. Wollt ihr mal anfangen? Und was sage ich dem Priester bei der Beichte? Ist so geil. Ach, wir müssen uns jetzt echt von Gruppe zu Gruppe schleichen. Ah, alles klar. Meine Kiste haut ab. Ich sehe keine neue Gruppe. Meine Kiste haut ab. Ich glaube, jetzt müsste ich da oben raufkommen, ohne gesehen zu werden. Scheiße. Oh, scheiße. Ich komme da gar nicht hoch. Oh! Meine Kiste. Ich hab sie gesehen. Komm schon, ich hab sie gesehen. Da ist sie. Ich sehe sie. Da habt ihr Kacke. Ah, da sind Kurtisanen ausgezeichnet. Ich sehe, warum man euch fürchtet. So, nicht erschrecken. Mitkommen. Puh. What the? Ich hoffe, der downt ein Höschen an. Für euch, Banke. Ich nehme das. Und das. Oh. Weggetreten. Wo ist nur mein Geldbeutel? Honoratissima. Willkommen auf meinem Fest. Ich bin Juan Borja. Cesare spricht gleich. Juan Borja! Komm. Das fällt mir jetzt erst auf. Der Juan Borja. Ach ja. Geil. Erstmal die Kiste klauen. Der Hurenbotscher, ich kann mich nicht bewegen. Hab ich die umsonst angeheuert? Der Hurenbotscher, wie geil. Ich brauch endlich einen Zettel. Okay. Ich muss doch auch etwas leben. Hast du denn vielleicht eine Schwester? Nein, aber eine Tochter. Was? 300 Florin. 700. Gut. Schön, dass wir ins Geschäft kommen. Was zur Hölle? Ich hoffe, das gilt für sie, nicht für die Tochter. Du siehst mich nicht. Guck weg. 300 Florin. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben eine lange Nacht vor uns. Alles klar. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich husche mal von Gruppe zu Gruppe. Ich hätte gerne noch ein paar Kurtisanen. Die wurden mir schon alle geklaut. Keine Ahnung, wie teuer das ist, Leute. Nee, wir müssen da ausnahmen. Alles klar. Puh. Das ist da hinten. Oh. Oh. Oh, der hat so viel gefeiert. Okay. Alles klar.
Wie könnte ich meine Siege besser zelebrieren, als mich unter das Volk zu mischen? Bald treffen wir uns hier wieder und feiern ein vereintes Italien. Und dann dauert das Fest 40 Tage und 40 Nächte. Cominciamo! Ora! Was ist ein Spacken? So, klatsch, klatsch, klatsch. Klatsch wie Dreijähriger. Wir waren nie einig, Italien zu erobern. Wenn euer brillanter Generalhauptmann sagt, wir schaffen es, dann lasst es doch einfach geschehen. Ihr riskiert das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte, das so schwer herzustellen war. Ich begrüße, was ihr für mich getan habt. Doch ich führe das Heer, also entscheide ich auch. Schaut mich nicht so an. Genießt den Abend. Schaut ihr nicht so an, habt's das kehrt. So, wir müssen den Knilch töten. Und wir werden jetzt erstmal ein paar Arbeiten vollführen. Oh, ich habe eine Herausforderung beendet. Das ist ja cool. Was macht der da? What the? Was hat der da gemacht? Die miese Ratte. Ach stimmt, die habe ich auch noch. Obwohl, ich habe doch... Hoppla, das war eins zu weit noch nix. Ich habe doch auch diese geilen Pfeile. Wo hab ich denn die hin? Okay, ich muss das scheinbar doch mit der Klinge machen. Ah, alles klar. Komm schon! So, wenn der jetzt ein bisschen durchdreht. Das macht ja voll Spaß. Und der nächste. Nein! Ich wurde entdeckt! Zu spät! Ah! Das war so ein Millimeter! Verdammt! Aber der hat doch nichts gemacht! Achso, ich hätte vielleicht auch die Klinge wechseln müssen. Den kann ich ja nicht vergiften. Ich muss den ja töten. Ah! Heide Mitzka. Okay, auf ein neues. So, Nummer 1. Nee, ich bin kein Gurgler. Passt schon. Ignoriert mich, der Wichser da hinten tötet sie, ignoriert mich. Schon wieder zu weit links, verdammt. Heute ist aber mein Tag hier. Nochmal. Ich hab doch, oh mein Gott, ich wollte doch, scheiße. Scheiße. Ich hab doch gar nicht auf den gezielt. Ah, das fängt ja richtig gut an hier. Ah, warum knarzt das Ding eigentlich? Ich hoffe, es knarzen. Okay, nochmal. Jetzt ein bisschen konzentrierter. Ich habe kein Smoothie mehr. Gott sei Dank. Ich glaube, noch mehr hat mein Magen mich eliminiert. Obwohl ich es gar nicht so schlimm fand. Aber irgendwie war jetzt mein Magen anderer Meinung. Dreht euch um. Dreht euch um. Dankeschön. Probieren wir es nochmal. Jetzt aber. So. Entschuldigung. Oh oh. Nein, zu spät! Was ist denn los jetzt? Oh Mann! Okay, wenn der quasi rumdreht, dann... Okay.
Ist das dann überhaupt sinnvoll, den zu vergiften? So. Umschalten, Gift. Jetzt er hat sie getötet, alles klar. Irgendwie muss ich an den Typen daran. Das schaffe ich es hinten rum. Und wir es andersrum. So. Jetzt probiere ich was aus. Meine Damen. Hey, schöne Frau, gib mir einen Kuss. Nein! Du bist so ein Idiot! Ich hab doch gar nicht. Es hat doch gerade so gut funktioniert. Ich fange gleich an zu weinen. Hey, erstmal einen Schluck Tee. Ist echt ein Stück Schokolade lieber, wäre so Frust essen, aber ich habe keine daheim, oder? Nee. Ich habe keine daheim. Lass wieder einkaufen gehen. Wie Uhr ist es eigentlich? Ach, ich habe genug Zeit zum Einkaufen. Kümmern wir uns erstmal was anderes. Auf jeden Fall, das da hinten hat um einiges besser funktioniert. Probieren wir es nochmal. Das war knapp. Die steht im Weg. Die Ende ist irgendwie gruselig. Schön, dass ich gerade nicht so viel sage. Ich will das jetzt endlich schaffen. Ich glaube, wenn ich das nochmal machen muss, dann kriege ich die Krise. Okay, ich muss auf die andere Bank. Dann gehen wir halt auf die andere Bank. Ach, auf die andere Bank komme ich gar nicht. Ist mir jetzt wurscht. Ich will das jetzt endlich. Ja, das kann nicht wahr sein. Was war das denn? Was ich alles fühlte, sah und kostete. Wie geht's? Ich bereue keinen Augenblick davon. Das ist ja voll eklig. Ein Mann mit Macht sollte den Luxus gering schätzen. Aber ich gab dem Volk, was es wollte. Und nun zahlt ihr die Zeche. Il piacere immeritato si consuma da sé. Requiescat in pace. Ich glaube, ich hätte eben jetzt keine volle Synchronisation. Ich will jetzt dieses blöde Ding abschließen. Ich habe keinen Bock mehr. Ah, Mann, ey. Und tschüss. Ich muss jetzt aus dem Gebiet fliehen. Ja, ohne diese Synchronisation zum Beispiel, ich sage, deine Mutter ist fehlgeschlagen. So.
Erstmal in die Leute reinspringen. Überraschung! Entschuldigung! Ups. So, nächstes. Aber das nächste, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für eure Geduld und tschüss.